we are the droids you're looking for. Liebe Android Next Leser, Frank hier, heute mit einem Gast, Tim von der Firma Friendsurance. Und das Thema unseres Gespräches lautet Handyversicherungen. So ist es. Genau. Hallo. Hallo, Tim. Schön, dass du da bist. Ja, Handyversicherungen haben vielleicht nicht so einen optimalen Ruf. Dabei ist das vielleicht tatsächlich ein ganz sinnvolles Konzept. Und Friendsurance ist in diesem Bereich auch aktiv, allerdings mit einem ganz besonderen Ansatz. Ja, jeder von uns kennt das vielleicht oder hat das zumindest schon mal von Freunden gehört, dass weiß ich nicht, ein Handy runtergefallen ist, gestohlen wird. Und Friendsurance versichert Handys, aber auf eine ganz besondere Art. Tim, magst du uns das mal kurz erläutern? Was ist der Grundgedanke von Friendsurance? Genau. Also der Grundgedanke ist eigentlich immer, dass wir eine normale Versicherung dann noch ergänzen, um ein Netzwerk, ein persönliches Netzwerk mit anderen Friendsurance-Kunden, das ich mir aufbauen kann. Mhm. Das haben wir bislang für drei andere Versicherungskategorien gemacht und unser neuestes Baby, auch unser Lieblingsbaby, ist die Handyversicherung. Ja. Und da funktioniert es halt so, dass ich belohnt werde, wenn ich mich mit anderen verbinde, also ein kleines Netzwerk aufbaue und dieses Netzwerk und ich ohne Schäden bleiben, weil dann gibt es jedes Jahr Beiträge zurück, um die 50% bei einem Netzwerk von 5 Leuten ungefähr bei der Handyversicherung. Das heißt also, um das nochmal zu verstehen, ich versichere mich und mein Handy oder Smartphone, genau. Oder gehen auch Tablets? Tablets gehen auch, genau, es gehen sogar später auch Laptops, also grundsätzlich Elektronik, aber bleiben wir erstmal bei Handy und Tablets. Okay. Und ich versichere das und überrede meine Freunde dazu, dass sie das auch machen oder wie geht das dann weiter? Also überrede oder ich lade sie ein, wenn das erstmal nicht passt, dann schlagen wir auch Leute vor. Also das funktioniert eigentlich wie auf einem Social Network. Also entweder ich lade Leute ein, nutze Facebook Connect oder andere schicke Sachen, um sag mal, bestehende Kontakte da zu aktivieren. Oder ich nutze halt Vorschläge. Wichtig ist halt schon, dass alle auch eine Handyversicherung über uns haben. So, und dann ist es so, ich kann diese Verbindung jederzeit aufbauen. Und bei der Handyversicherung ist es so, dass wenn ich 4 Verbindungen habe und am Ende des Jahres kein Schaden passiert ist, dann kriege ich ungefähr 50% meiner Beiträge zurück und alle, die mit denen ich verbunden bin, kriegen auch was zurück. Das heißt also, jeder profitiert ja, davon, wenn das Netzwerk schadenfrei bleibt. Es ist also wirklich was Dauerhaftes, ist nicht ein Einladungsbonus oder sowas, sondern es geht wirklich darum, wenn ich mich fair verhalte in meinem Netzwerk, dann profitiere ich. Ah, das ist, also damit, dadurch, dass halt Freunde gemeinsam diese Versicherung eingehen, wird darauf geachtet, dass keiner jetzt, ich sag mal in dem Sinne, Versicherungsbetrug begeht und dadurch wird das auch insgesamt für alle Einzelnutzer günstiger. Genau, also gerade Betrug ist ein hartes Wort, aber passiert leider. Gerade im Handybereich ist es ja so, das neue iPhone oder in eurem Fall das neue Galaxy kommt raus und ich habe eine Handyversicherung und dann ist die Versuchung groß zu sagen, liebe Versicherung, mein altes wurde geklaut. Ich brauche jetzt wirklich ein neues und mit der Hoffnung, dass ich dann halt das neue Gerät bekomme. Und das sind natürlich Kosten, die dann eigentlich auf alle abgewälzt werden müssen oder die es für alle teurer machen. Und wir setzen halt einen Anreiz, dass ich mich fair verhalte, dass sowas nicht passiert und dadurch wird es halt insgesamt günstiger und davon profitiere ich dann. Super Idee eigentlich. Let's talk numbers. Wie viel kostet sowas denn eigentlich? Also angenommen, ich kaufe mir jetzt das Samsung Galaxy S4, entschließe mich gleich eine Versicherung bei Friendsurance einzugehen Freunde machen mit. Wie viel kostet das dann? Das weißt du jetzt besser, das neue kostet dann wie viel? So 600 Euro. 600 Euro. Also bei uns gibt es 4 Kategorien, das heißt, wie viel ich zahle, hängt davon ab, wie viel das Gerät im Neupreis kostet. Jetzt bei dem konkreten Fall wären das, also es wären Handys bis 750 Euro, würde ich 4,58 Euro im Monat zahlen. So, und die zahle ich dann auch tatsächlich. Und wenn ich mich jetzt mit 4 verbinde und es passiert nichts, dann kriege ich ungefähr die Hälfte zurück. Ja, das heißt, dann zahle ich halt noch um die 2,50 Euro im Monat effektiv. Alles klar. Und entsprechend preiswertere Smartphones würden dann auch weniger kosten. Exakt, ja. Also noch ein Beispiel für Smartphones bis 500 Euro zahle ich 3,33 Euro im Monat und wenn es noch günstiger ist, wird es noch günstiger. Ja, das ist ja wirklich bezahlbar, muss man sagen. Und gerade auch, es gibt ja bestimmte Geräte, ich nenne jetzt hier mal keine bestimmten, aber die gehen halt einfach leichter kaputt und da ist das natürlich extrem cool, so ein Konzept. Absolut. Ich glaube, was halt wichtig ist, warum haben Handyversicherungen bislang nicht so einen guten Ruf? Teilweise ist es, sie halt wirklich relativ teuer sind. Und da sind wir, wie ich finde, da haben wir auch einen tollen Partner gefunden, muss man dazu sagen. Wir sind nicht Selbstversicherung, sondern haben da eine recht innovative Versicherung im Hintergrund. Auf jeden Fall, die Einstiegspreise sind eigentlich schon günstig. Ich kann da was zurückbekommen.
Und dann ist es aber auch so, ich muss nicht noch was dazu zahlen, wenn was passiert. Also oft habe ich dann auch eine Versicherung, die kostet dann gerne 90 Euro im Jahr. Mhm. Und wenn dann mein Handy tatsächlich kaputt geht oder wegkommt, dann muss ich nochmal was dazu zahlen bei der eigentlichen Schadensregulierung. Okay. Und dann komme ich schnell auf ein paar hundert Euro, die ich dann zahle für die Versicherung. Das ist natürlich blöd, ja. Bei einem Wert, der nur ein paar hundert Euro mehr ist, das macht nicht so richtig viel Sinn. Nochmal ganz allgemein gefragt, gegen was ist das Handy dann versichert bei euch? Also eigentlich alles, was die Garantie nicht abdeckt. Da gibt es zwei große Kategorien. Einmal Schaden, ein Schaden am Handy. Also es können Bruchschäden sein. Sehr beliebt natürlich Displayschäden, Wasserschäden, aber auch Bedienungsfehler. Das ist so eine ganze große Reihe. Und dann Diebstahl und Raub. Das heißt auch, wenn es mir aus der Tasche geklaut wird oder aus dem Auto, wie auch immer, dann ist das ebenfalls versichert. Gegen Diebstahl auch. Ja. Das ist natürlich cool. Ja, nochmal so ganz konkret gefragt, angenommen, mir fällt mein Handy jetzt im Bad auf den Kachelboden. Mhm. Was mache ich dann? Also wie in so einem Schadensfall? Wie wende ich mich an oder muss ich mich sofort an euch wenden oder wie funktioniert das? Du kannst dich an uns wenden oder an die Versicherung. Da gibt es eine Hotline, die du anrufst. Oder du hast bei uns auch ein kleines Konto und gehst einfach auf den Button Schaden melden und dann gibst uns kurz mit durch, dass ein Schaden passiert ist. Wir wenden uns an dich und dann der weitere Weg, der hängt davon ab, was passiert ist. Wenn es kaputt gegangen ist, muss es halt zur Reparatur geschickt werden. Ja. Wenn es gestohlen ist, dann gibt es in der Regel halt einen Ersatz oder einen Geldbetrag. Ja, also das klingt ja sehr komfortabel. Tim, ich danke dir erstmal, dass du hier warst sehr und gerne. Uns Friendsurance vorgestellt hast. Wir haben natürlich für euch, wenn euch das Konzept jetzt interessiert, noch einen kleinen Bonus. Ne? Genau, Zusammenhalt, die gibt es immer. Genau, in Zusammenarbeit mit Friendsurance kriegt ihr einen Monat der Kosten kostenlos quasi. Genau. Und dazu müsst ihr einfach nur bei der Anmeldung auf, wie ist die URL, friendsurance.de? Friendsurance.de gibt's. Genau, blenden wir unten nochmal ein. Da müsst ihr einfach Android Next nur als in kleinen Buchstaben exakt. Eingeben als Code und dann kriegt ihr einen Monat kostenlos. Genau. Ja, also Tim, herzlichen Dank. Vielen Dank. Freuen wir uns. Ist ein super Konzept, Friendsurance. Ja, ich bin Frank von Android Next. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank. www.androidnext.de